nämlich Massenschlägerei in deutschen Freibädern. Liebe Zuseher des Deutschlandkurier, erneut hat sich das ereignet, was wir bereits aus den letzten Jahren, vor allem dem letzten Sommer 2022 kennen, nämlich Massenschlägerei in deutschen Freibädern. Und so ist am vergangenen Sonntag erneut eine Situation eskaliert zwischen jungen, überwiegend mutmaßlich Migranten in Berlin in einem Freibad, wo am Ende sich 20 Jugendliche prügelten, Wärter einschreiten mussten und sogar ein Security-Mann leicht verletzt wurde. Und solange wir diese Chaos-Situation in deutschen Schwimmbädern haben, solange wir immer mehr Menschen in unser Land lassen, die nicht bereit sind, sich der Rechtsordnung unterzuordnen, solange werden diese Probleme weiter existieren. Und einen Kurswechsel, den kann es da nur geben mit einer starken, migrationskritischen Partei wie der AfD, die erstens die Grenzen schützt und zweitens auch im deutschen öffentlichen Raum wieder für Recht und Ordnung sorgen wird.